Polizeioberkommissar Martin Fuchs und Polizeikommissar Moritz Breuer sind auf Fußstreife in Köln-Sülz unterwegs. Bisschen Mettbrötchen oder was? Mettbrötchen, richtig. Würde ich auch nicht nein sagen. Hörst du das? Ist ein bisschen lauter, ne? Sollen wir schauen, ja. Guten Tag! Hallo! Hey! Alle! Ganz ruhig! Hallo! Einmal da vorne hin, bitte! Auch mal bitte da vorne hin! Gehen Sie mal rüber, weg, Leute, zum Glas! Gut, dass Sie da sind! Was? Gut, dass Sie da sind? Wirt, dann tun Sie mir mal gefallen, räumen Sie bitte erstmal das Glas weg, nicht dass noch was passiert. Wer gehört hier zu wem? So, einmal bitte, nehmen Sie mal Platz hier, was ist denn hier los? Ganz ruhig, einer nach dem anderen. Ganz ruhig, ich verstehe nicht, wenn alle durcheinander sprechen. Wer gehört hier zu wem? Erstmal, wer sind Sie? Ja. Ich bin vorhin zu mir gegangen. Na, wer statt mit Geld vor das? Und der Typ ist da, den habe ich schon nicht gesehen. Der stand die ganze Zeit, Beruhigen Sie sich bitte. So, also Sie geben jetzt an, dass Sie gerade zu Ihrer Jacke gehen wollten und dabei haben Sie festgestellt, dass Sie Ihre Geldbörse nicht mehr in der Jacke war. So ist es. Und Sie sagen, dass der Herr dafür verantwortlich ist? Er wie kommen Sie denn darauf? Der stand die ganze Zeit neben mir. Ja. Den habe ich hier noch nicht gesehen. Das erste Mal hier. Wer soll das sonst hier besser sein? Gut. Jetzt beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Wir schauen nach, ob wir die Geldbörse wieder finden können, aber es bringt nichts, wenn Sie hier rumschreien. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin wirklich zum ersten Mal hier, aber ich habe nichts gemacht. Ne? Ich habe mir das Fußballspiel hier angeguckt und ein bisschen Bier getrunken. Aber ich beklaue doch hier niemanden. Die komme ich doch gar nicht. Und wer sind Sie? Ich bin hier Stammgast, das ist mein Kumpel. Das ist und Ihr Kumpel, ja. Ja gut, aber Stammgast wird ja nicht Ihr Name sein, oder? Achso, Sie wollten meinen Namen, Sven Richter. Sven Richter, gut, Herr Richter. Die Beamten wollen die Personalien überprüfen. Doch auch dem Verdächtigen wurden Papiere und Wertgegenstände geklaut. Was ist das denn jetzt beruhigen Sie sich alle noch mal bitte. So, was ist jetzt bei Ihnen hier? Ist alles fort, mein Handy ist fort, mein Dokument ist fort. Bei Ihnen genau das Gleiche. Das gibt es doch gar nicht. Bei Ihnen auch das Gleiche. Ja, was ist denn hier los? Gut, eine Frage an den Wirt. Wie viele Gäste waren denn heute da, als der FC gespielt hat? Wahrscheinlich war die Bude 50, 60 Leute, war hier rappelvoll auf beiden Fernsehern, lief das Spiel. Die meisten sind jetzt fort und waren das übliche Klientel da oder waren viele Auswärtige? Absolut, erst das erste Mal da, aber na gut, da passiert noch mal irgendwas. Herrschaften, ich möchte Sie bitten, alle noch mal nachzugucken, ob Ihre Portemonnaies bzw. Mobilfunkgeräte alle da sind. Und da würde ich aber vorschlagen, wenn Sie schon merken, dass der Stuhl unten am Boden liegt, dann heben Sie den noch gerade mal eben auf, bitte. Sonst stolpert noch einer und da liegt auch ein Gesicht auf. Alles fort, schau, das Geldbeutel immer nur weg. Das kann doch nicht nur die Kellnerin gewesen sein, die wuselt doch den ganzen Tag da durch die Gegend. Ne? Alle paar Ritt rennst du runter. Ne? Was weiß ich, was du da machst? Ja, aber Moment, es hilft da, pass auf, erstens mal, es hilft nicht, stopp, jetzt redet der Papa. Es hilft nun mal gar nichts, wenn jeder hier durcheinander quakt. Ne? Dann kommen wir nicht weiter, Sie kommen nicht weiter und Sie wollen Ihre Sachen auch wieder haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, eine Kellnerin, gerade hier in einem vollbesetzten Lokal, dass die immer hier hin und her rennt oder so, das ist ja auch normal. Sie wollen ja was zu trinken haben. Ne? Oder war das jetzt besonders auffällig, dass sie immer ständig woanders war? Ja, sie rennt hier alle paar Minuten rennt sie runter. Die Kellnerin ist alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes. Sie will die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen und den Beamten ihre Unschuld beweisen. Das ist Ihr Telefon. Genau, ich muss ab und zu telefonieren wegen meinem Sohn. Darum, weil der ist krank, meine Babysitterin ist da und die ist ein bisschen überfordert. Das kann ich Ihnen auch gerne zeigen, dass ich telefoniert habe. Okay. Hier sind 160 Euro drin, die Einnahmen. Also wenn wir jetzt einen Kassensturz machen würden, dann sie hat immer geleert zwischendurch, damit sie nicht mehr so viel Geld rumläuft. Man ist ja vorsichtig irgendwo. Wie lange sind Sie hier beschäftigt? Nur Interesse halber. Schon seit 3, 4 Jahren. Ja, okay, gut, alles klar. So, und Sie sagen jetzt, Sie haben aber des Öfteren jetzt telefonieren müssen. Genau, wegen meinem Sohn. Aber wenn jetzt hier die Wirtschaft voll ist, dann haben Sie natürlich nicht die Möglichkeit zu telefonieren. Das heißt, Sie haben das wo gemacht? Unten in der Darmtoilette. Das ist am ruhigsten, hier ist es immer extrem laut, vor allem wenn... Das ist wahrscheinlich das, was Sie eigentlich meinten, dass Sie halt alle 5 Minuten runtergehen. Ja, die rennt da immer runter. Darf ich mal reingucken in den Verlauf, dass Sie mir dann mal zeigen? Die Anrufliste bestätigt die Aussage der jungen Mutter. Sie scheint entlastet. Ihre Hinweise bringen die Beamten dennoch einen großen Schritt weiter. Der Lieferant Nico, er ist zwischendurch auch auf der Darmtoilette gewesen. Das ist der Herr, der hier gerade am Genau, der Getränkelieferant. Weil der ist Aushilfslieferant, der andere ist ausgefallen und den habe ich auch erst einmal schon vor. Was macht er auf dem Darmklo? Er meinte eben zu mir, als ich unten war, dass die Herrentoilette voll war und da habe ich mir eigentlich nichts bei gedacht. Ich meine, es ist ja auch gut, das kann passieren, wenn der FC spielt. Sollen wir uns das mal angucken unten? Ich würde auch mal sagen, Sie bleiben bitte alle hier vor Ort.
Dass der Lieferant auf der Damentoilette war, kommt den Beamten seltsam vor. Sie suchen deshalb dort nach belastenden Indizien. Okay. Nee, das ist ein Mülleimer. Wo will doch dein Akku? Ja, hab ich schon was Blitzen gesehen. Das ist ganz offensichtlich. Warte mal. Das ist eine Geldbörse. Guck mal, da ist ja alles voll. Das sind ein paar Geldbörsen, ja. Wie kommen die denn ein? Vorbei. Mit Ausweis, guck mal. Ja, dann gehen wir mal hoch damit. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Eimer mal mit. Willst du die mitnehmen, komplett? Ich nehme den Eimer mal mit, ist am einfachsten. Oh, alles klar. Kommen Sie mal raus vor. Schaust vielleicht noch mal sicherheitshalber auf dem anderen Klo nach? Ja, ja, klar. Ich warte hier. Hier ist aber alles okay. Alles klar. Es ist halt merkwürdig, dass auf dem Damenklo die ganzen Sachen rumfliegen, ne? Voilà. So, Herrschaften. Sie werden sich bestimmt wundern, warum ich den Mülleimer hier mitgenommen habe. Liegt nämlich ganz einfach daran, dass wir den Mülleimer ein bisschen was geben. Langsam. Lassen Sie erstmal den Kollegen alles rausholen. So, ich erkläre Ihnen einmal ganz kurz, wie das ablaufen wird. Ich weiß natürlich nicht, wem hier welche Geldbörse gehört. Dementsprechend werde ich einmal reinschauen, die Namen aufrufen, sofern Ausweise noch drin sein sollten. Und dann melden sich bitte die betreffenden Personen. Verstanden? Da die Wertgegenstände in der Damentoilette gefunden wurden, wird die Kellnerin erneut von den Männern verdächtigt. Die beteuert ihre Unschuld und bringt noch mal den Lieferanten ins Spiel. Ist das der junge Mann, der auch unten auf der Damentoilette war? Das ist Nico. Warum waren Sie unten auf der Damentoilette? Weil die Herrentoilette war verstopft und ich musste mal ganz dringend und bin auf die Damentoilette gegangen. Waren ja keine Frauen sonst. Holen Sie mal Ihr Leergut. Trotzdem würde ich von Ihnen. Der kann unten jetzt erstmal nicht raus. Wenn er hoch konnte, ja. Sich einmal ausweisen, dann würde ich sagen. Da ist aber der Mond aufgegangen. Jod. Gut, ich habe gerade nicht mitbekommen. Können Sie mich einmal anschauen, wenn ich mit Ihnen spreche, und lassen Sie das Ding mal stehen. Und zwar habe ich ein, zwei Fragen an Sie. Sie gaben ja jetzt gerade auch an, zumindest uns gegenüber, auf der Damentoilette gewesen zu sein. Nun ist es so, dass wir Diebesgut auf der Damentoilette gefunden haben. Nach Ihren eigenen Angaben sind Sie dann zumindest potenziell verdächtig für uns erstmal. Dementsprechend nicht gerne einmal erstmal von Ihnen Ausweis, bitte. Wollt ihr gerne? Ja, gut. Was sagen Sie denn dazu? Das ist jetzt kein Sparschwein. Weißt du nicht, was warten Sie doch mal bitte ganz kurz, nicht alle durcheinander. Kleine Sekunde, hier. Weiß ich nicht, hier erstmal Ausweis. Da ist erstmal der Ausweis. Die Theorie der Beamten: Der Lieferant hat das gestohlene Geld in die Plastikflasche gesteckt. Doch von dem entwendeten Handy fehlt noch jede Spur. Was mir jetzt komisch vorkommt: Hier ist in der Flasche relativ viel Geld. Sie haben gesagt, Sie waren unten auf der Damentoilette. Mhm. Auf der Damentoilette ist uns etwas aufgefallen. Mhm. Das wird jetzt der Grund sein, warum ich gerne mal Ihr Fahrzeug angucken möchte. Ja, wie? Kommen Sie mit? Ja? Die Kiste bleibt jetzt mal schön hier. Komm. Okay, warten Sie ganz kurz, ich bin kurz fertig mit aufschreiben. Dann bin ich mir auch wieder einsatzbereit. Ich möchte hier auch sehen, was hier abgeht. So, Ausweis kann ich Ihnen einmal wiedergeben. Danke. Sie bleiben bitte alle noch mal kurz vor Ort hier. Der Tatverdächtige streitet alles ab. Die Beamten glauben ihm kein Wort, auch wegen seiner merkwürdigen Arbeitsweise. Was mir halt komisch vorkommt, ist, dass Sie immer mit zwei Kästen, die schleppe ich an der Uhrkette. Und jedes Mal mit zwei Ketten mit dem Riesenwagen knallen sie da durch, das ist irgendwie nicht. Ja, ist ein bisschen komisch. Scheinbar hat er ein Anliegen gehabt, ein bisschen öfter zu gehen. Das ist nämlich auch meine Vermutung. Also hier ist alles. Dann schauen wir an meiner Fahrerkabine, würde ich sagen. Genau. Warte, ich komme raus. Ja. Übernimmst du? Ich schau nach. Warte. Was ist denn so nervös? Ich bin nervös. Ja? Komm, bleib mal bei mir. Pass mal auf, dass sie nicht umfallen. Komm. Ich weiß nicht, ob das Auto auf ist. Dann schauen Sie mal, ob es auf ist. Schauen Sie mal. Ja. Ja, gut. So, schön da bleiben. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, Handys. Kommen Ihnen die bekannt vor? Nee, kommen mir nicht bekannt vor. Ich weiß nicht, woher die sind. Ich weiß es wirklich nicht, ich schwöre. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Das muss ich ja selber sagen. Also, glauben Sie auch selber nicht. Gehen Sie mal wieder wacker in eine Kneipe. So, einmal hier vorne hin. Sonst ist nichts im Auto, aber zwei Handys. Hat sich aber schon mal gut angehört. Werden ja auch nur zwei Handys vermisst bis dato, ne? Okay. Aber finden Sie das nicht selber ein bisschen lustig? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was da ist. Ja? Ich weiß nicht, was das ist. So ein Auto hätte ich auch gern. Dass da auf einmal zwei Handys drin liegen. Ja, sehr schön, ja. Also, passen wir mal auf, bevor wir jetzt in die Kneipe gehen und weiter darüber sprechen, ich werde Sie erstmal belehren. Sie sind jetzt erstmal Beschuldigter in diesem Strafverfahren. Das heißt, Sie müssen zu diesem Vorwurf jetzt nichts mehr zu sagen. Mhm. Vorwurf beläuft sich auf Diebstahl. Ja? Und Sie können natürlich was dazu sagen, aber alles, was Sie sagen, werden wir natürlich genauso zu Protokoll nehmen. Wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe ehrlich nichts gemacht. Passen Sie mal auf. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal abschließend die Möglichkeit, vielleicht noch mal ein bisschen einzulenken. Ich sage mal so, die objektiven Umstände, die jetzt gegen Sie sprechen, sind ja mehr als eindeutig. Wir haben jetzt hier einmal die Flasche mit dem Geld.
dann finden wir in ihrem Auto, sie sind der Einzige, der den Schlüssel zu dem Auto hat, die zwei Mobiltelefone, die offensichtlich vermisst werden. Ja. Also jetzt ist wirklich die letzte Möglichkeit, noch mal was zu sagen. Alles, was Sie... Ich bin ja nur Aushilfe, wissen Sie? Ja. Und ich hatte kein Geld, ich brauche dringend Kohle und deswegen habe ich zugegriffen während des Spiels. Da war viel Trubel halt und dann habe ich zugegriffen. Gut, haben Sie versucht, da schnell Geld dazu zu kriegen? Da habe ich schnell Geld versucht zu machen, ja. Das geht natürlich gar nicht, brauche ich nicht zu sagen. Die Belehrung steht immer noch, die der Kollege Ihnen gerade mitgeteilt hat. Unabhängig davon würden wir Sie jetzt erstmal mitnehmen zur Wache, zwecks Vernehmung und unter Umständen auch einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Ja. Um die Sache jetzt auch nicht zum Eskalieren zu bringen vor Ort, ich meine, die Gemüter sind gereizt in der Kneipe, würden wir Sie jetzt erstmal in einen Streifenwagen setzen. Sind Sie polizeilich schon mal in Erscheinung getreten? Nein. Noch gar nicht? Noch nie. Ja, das war die Gelegenheit. Ja, aber das ist ziemlich blöde, oder? Ja, aber es war eine Gelegenheit. Ja, die haben sie genutzt. Also die Regel ist es jetzt nicht, dass wir in diesem Fall jemanden mitnehmen. Das Problem ist jetzt nur, jetzt war der in einer Kneipe. Wir wissen also nicht, in wie vielen Kneipen der vorher noch gewesen ist, um da Geld abzugreifen. Der hat ja selber gesagt, die Gelegenheit war günstig. Und wir wollen jetzt natürlich auch noch im Nachgang herausfinden, wie oft diese Gelegenheit günstig war. So, noch eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt natürlich im Detail nicht aufschreiben können, weil sie alle noch nicht Inventur gemacht haben, was im Einzelfall im Portemonnaie fehlt. Müssen Sie auch noch mal genau nachschauen und nachreichen, bitte. Ja. Ob eventuell Kreditkarten, EC-Karten abhandengekommen sind, weil zeitnah, weil sofort Maßnahmen dann erforderlich sind, wie beispielsweise eine Sperrung. Also gehen Sie noch mal schnell in sich und melden sich dann gegebenenfalls hier auf der nächsten Wache. Die ist ja gleich hier ums Eck, okay? Wunderbar. Okay. Alles klar. Gerne. Wenn ich das sage, dann noch mir. Dann noch. Übrigens, haben wir gewonnen oder wie war das ausgegangen? Ja, ja, gewonnen. 2-0. Ja, der Täter wird wegen mehrfachen Diebstahls angezeigt. Die Kneipengäste haben sich bei der Kellnerin entschuldigt.